Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zur neuen Folge Dark Tide. Heute machen wir den Frachtbereich auf Stufe 5. Stufe 5 ist bisher das Schwierigste. Wir haben nicht endlose Horde, wird also ein bisschen einfacher. Ja, ich bin mal gespannt, wie gut oder wie schlecht wir das hier schaffen. Wir haben auch noch einen Bot dabei. Und ich bin der letzte Spieler, der gerade gejoint ist. Aber ich muss euch mal was erzählen. Wir haben jetzt die Tage ein bisschen gespielt. Und uns ist aufgefallen, dass hierbei, wenn jemand joint und noch jemand joinen will, dass er nicht joinen kann, der zweite, weil gerade einer joint. Also wenn ihr irgendwie Freunde habt, die Freunde beitreten wollen, zwei gleichzeitig beitreten wollen und nur einer es nicht schafft, müsst ihr ein bisschen abwarten. Naja, ist leider so. Ich glaube, Vermintide war überhaupt nicht, war gar nicht so dramatisch gewesen. Aber ich merke gerade, dass wir gerade hier relativ flott leer gehen. Und ich habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr hier Kopfschüsse zu machen. Was aber gerade noch nicht so toll funktioniert. So, ich starte mal hier kurz nach. Dann versuche die dann mal so ein bisschen wegzuholen hier. Da hinten kommt noch einer. Da hinten ist ein Bomber. Ich glaube, ich habe den nur einmal getroffen, leider. So, komm, kann ich ihn hier nochmal am Arm treffen oder so? Okay, er ist weg. Genau, Stufe 5 kostet deutlich mehr Munition. Da bin ich gespannt, wie gut oder wie schlecht das geht. Da hinten steht irgendwas, aber ich sehe den Sniper gerade noch nicht. Okay, der ist hier unten links. Ich versuche den mal hier wegzuholen. Ich hole erstmal den Mate hier hoch. Und dann versuche ich mal hier ein bisschen die hier wegzuschießen. Den Bomber hier bekommen wir vielleicht. Aber meine Kopftrefferquote ist jetzt gerade hier nicht wirklich hoch. Ich würde gerne den Clip hier mitnehmen. Jawohl. So. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das Spiel noch entwickelt. Die nächsten Wochen bekommen wir ja neue Maps. Und mittlerweile höre ich sogar hier die Gegner, die mich versuchen hier zu backstabben. Ich habe jetzt außerdem meine Fähigkeit eingesetzt. Obwohl ich eine Granate werfen wollte. So. Aber soweit ist hier alles in Ordnung. Sind nicht zu viele Gegner hier. Einfach nur ein gemütlich. Oh, da oben ist ein. Hier ein. Hotgunner was, glaube ich. Mal gucken, ob wir den so bekommen. Wir haben ihn. Ja, Kriecher Schotter. Schotter wird da abgekürzt. Nice. Oder Schrotter? Was? Schrotter oder Schotter? Ich achte mal das nächste Mal drauf. Hust, hust. Wahrscheinlich schaffe ich es gar nicht drauf zu achten. Da hinten ist einer. Da oben ist auch noch einer. Ja, vielleicht nutze ich auch ein bisschen mehr hier die Bewegung rechts, links, um so das Feinere eben noch mit reinzubekommen. Das habe ich ganz gerne immer damals genutzt. In anderen Shootern. So, den haben wir. Da kommen einige. Wir können mal unsere Fähigkeit ansetzen. So, Schrotter war es. Okay. So, den haben wir. Da hinten ist noch ein Ammo-Clip. Ich markiere den mal, damit ihn niemand mitnimmt. Jawohl. Und solange wir genau so vorgehen, ein bisschen nach vorne, wegschießen, ein bisschen nach vorne, wegschießen, sollten wir eigentlich ganz gut dabei sein. Da ist noch jemand mit dem Bolter, mit der Bolt-Pistole. Ich sag immer Bolter. Tut mir echt leid. Gefällt mir sehr. Das ist ein dicker Ammo-Pouch hier. Das ist ein hier. Uganda. Okay, das ist weiter hinter einer Wand. Und das Fass hier ist schon hochgejagt, leider. Ich werfe mal eine Granate hier gegen die Wand schnell. Hoffen wir, dass die hier die Berserker ein bisschen wegholt. Und ich habe gemerkt, hier in die Hocke zu gehen, bringt es wirklich, wenn man schießt. Also ich weiß nicht, wie gut es bei der Lasergun ist. Aber ich habe ein paar Waffen gerade eben getestet. Vor allem die, die ein bisschen komisch aussahen. Und ich kann euch sagen, ja, die sind nicht nur komisch, die sind einfach nicht so toll. Es gibt nämlich dieses Kundschaftergewehr, was Projektile schießt. Und das hat, fand ich jetzt nicht so wirklich toll, weil es hat irgendwie nur 160, 120 Schuss. Ne, 160, 180 so um den Dreh. Und ich dachte, ja, dafür macht es vielleicht hohen Schaden. Nö. Dafür durchdringt es Feinde. Nö. Es ist relativ. Ich weiß nicht, warum ich das spielen sollte. Vielleicht hat es eine höhere kritische Chance. Wäre möglich, aber
Davon habe ich leider nichts gefühlt. So, ich sollte ja mal generell noch mal ein bisschen hier aufpassen. Und nicht zu viel rennen hier. Oh, und wir haben einen Turm hier. Das nehme ich dann mal mit. Zumindest hier für den Moment. Hinten kommt ein hier Trapper. Den ich mehr oder weniger gar nicht treffe. Oh ja, wie der Berserker hier durchspringt. Aber unsere Granate sollte hier auch nochmal ein bisschen reinhauen. Beziehungsweise unsere Mates hier mit den Bolter. Ich nehme mir gerne ein bisschen Munition hier mit. Und schieß gerne hier noch ein bisschen auf die Dicken. Beziehungsweise werft dem mal eine Granate hier vor die Füße. Und wenn die am Boden liegen, können wir die schön von hinten angreifen. Das klappt relativ gut. Und mit dem Power Sword haben wir es ja auch ein bisschen einfacher, muss ich gestehen. So, ich versuche die mal ein bisschen mehr mit Kopfschüssen wegzuholen. Okay, das sollten wir da unten nicht angreifen. Solange wir das nicht machen, sind wir relativ gut dabei. Er hat schnell Munition genommen, weil er dachte, ich nehme mir den gleich weg. Oh, Diamantin nehmen wir mit. Und hier ist noch ein Wow-Wow. Okay. Ich gehe mal hier ein bisschen in Deckung. Versuche hier mal den Schrotter wieder wegzuholen. Der jetzt explodiert durch die Ball-Pistole. Seht mal, diesmal habe ich es richtig gesagt. Hier ist leider leer. Und der Bomber ist weg. Und hier sind einige Gunner. Versuchen mal hier die ganzen Berserker wieder wegzuholen. So, hat soweit so gut geklappt. Und ich glaube, wir haben ja voll Guardsman Squad, so wie es aussieht. Oder? Unten links? Ne, wir haben einen Zealot haben wir dabei. Das ist doch eigentlich auch eine ganz gute Mischung. Der ist jetzt ganz schön hochgeflogen, den wir gerade abgeschossen haben. Hier ist nochmal ein bisschen Munition. Ich warte mal, bis irgendein Mate das wegholt. Wir sind ja relativ gut gerade dabei. Da hinten sehe ich einiges. Oh, ich glaube, ich habe eine Horde alarmiert. Aber ist nicht so schlimm. Wir können da zwei Granaten reinwerfen. Und uns noch ein paar Granaten mehr mitholen. Ich habe übrigens auch das Talent, dass wir hier denen Bootstacks geben. Ich weiß nicht, wie gut das hier funktioniert. Aber zumindest scheint es so, als ob die Horden damit deutlich mehr ausgedünnt werden über Zeit. Am Anfang waren es, glaube ich, 2 Blutstacks und dann wurde es irgendwie auf 8 hochgebufft. Mittlerweile. Also ganz, ganz genau bin ich mir da nicht sicher. Also mit den Stacks schon, aber mit dem Ausdünnen über Zeit müsste es zumindest so funktionieren. So, ich nehme mal hier das Plast hier mit. Da war ein dicker Diamantinwürfel. Weiß nicht, ist das mittel oder ist das groß? Ich versuche mal hier die kleinen bisschen wegzuholen und dann den hier Rotter. Und dann mal versuchen hier hinten die noch wegzuholen. Wir können ja relativ gut um die Ecke spicken. Aber uns hat ja auch gerade was übel getroffen. Ich nehme mal noch keine Munition. Noch sind wir relativ gut dabei. Okay, den Jutant haben wir bekommen. Und den ganzen hier Shooter bekomme ich auch langsam weg. Langsam, aber gut. Okay, Sniper haben wir. Und ja, ich glaube, hier mit dem Ausweichen ist, glaube ich, mit die beste Idee gegen Sniper, während man hier noch auf dem feuert. So, jetzt nehme ich mal hier was mit. Okay. Ich halte mich auch nochmal vor hier. Und dann müssen wir hier mal die ganze Welle wegholen. Okay, der Mutant ist weg. Hier kommt noch einer. Ich weiß nicht, wo der Host ist, wenn ich ehrlich bin. Aber noch wird es nicht eisen. Also vereist. Deswegen ist er, glaube ich, noch nicht so nah. Aber das werden wir gleich alles sehen. Hinter uns war noch irgendwo was, was uns getroffen hat. Ich bin nicht so scharf auf den Demon Host, wenn ich ehrlich bin. Wir würden uns nämlich einen nach dem anderen rauspicken. Okay, ist nicht so schlimm. Wir können hier links lang gehen.
Wir gehen einfach mal hier so drauf. Okay, haben wir. Wir gucken, was hier drin ist. Nix. Guck mal, was in der Box ist, die ein bisschen brennt. Plastik brauche ich. Brauche ich nämlich mit. Jetzt rennen wir mal ganz schnell hier vorbei. Guten Tag. Da ist er nämlich. Und jetzt schön weg hier. Wir versuchen mal, den Wauwau hier zu bekommen. Da oben fliegt er. Und... oh, ich dachte, der fällt jetzt runter. Fände ich noch ein bisschen cooler, wenn dann das runtergefallen wäre, aber der fliegt erstmal gegen die Decke und landet auf dem Geländer. Ich versuche mal hier ein bisschen hinter den Mates freizuhalten. Und ich springe wieder runter, damit ich nicht von hinten irgendwie gedownt werde. Aber generell ist Darktide auf höheren Schwierigkeitsstufen deutlich einfacher im Gegensatz zu Vermintide. Wir haben viel mehr Range hier, womit wir hier Gegner besser wegholen können. Und ja, es scheint generell ein bisschen einfach zu sein. Wenn du getroffen wirst, dein Schild ist nicht direkt. Also dein Schild ist, glaube ich, direkt weg. Direkt oder nicht ganz direkt. Und der Schaden geht erstmal aufs Schild und nicht auf die Gesundheit. Ist also deutlich einfacher als hier Vermintide, wenn man es mal aus der Perspektive betrachtet. Okay, ich muss mir hier gucken, dass ich hier vielleicht den Flamer ein bisschen weghole. So wie den anderen hier, der irgendwo ums Eck ist. Okay, aber jetzt gerade habe ich da noch keinen gesehen. Wir haben oben zwei, das ist ziemlich cool, da können wir oben bleiben. Wir müssen wahrscheinlich runter, weil unten eins ausfällt. Aber hier oben finde ich es ganz gemütlich. Deswegen bleiben wir hier mal oben, so gut es geht. So, da ist nochmal ein Clip gewesen, ziemlich nice. Wir können schön nach hier gehen. Und die Gunner hier mal wegschießen. Den habe ich jetzt gerade nicht bekommen, leider. Aber der ist gut angeschlagen. Hinter uns kommt ein Bomber. Vielleicht springe ich da gleich mal runter. Ich sehe ihn leider noch nicht. Wäre cool, wenn er hier hinten lang läuft. Wo wir hier gerade hingucken. Okay, den haben wir. Ja, wir müssen jetzt hier runter. Laden nochmal schnell nach. Und okay, der Sniper ist weg. Nice. Eins haben wir. Zwei ist natürlich genau auf der anderen Seite. Zwei, drei. Hätte ich schon nochmal schnell geklickt. Und vier. Und nichts wie hoch hier. So, die Poxwalker haben keine Chance gegen uns. Und ich muss sagen, so weit, so gut. Stufe 5. So, ich gehe mal hoch, um ein bisschen hier Unterstützungsfeuer zu geben. Und mir ist übrigens was Doofes passiert jetzt, wo ich mit ein paar Freunden gespielt habe. Vor, also gestern quasi. Ich wollte jemanden holen, der hier am Geländer hängt. Und das Lustige war, als er am Geländer hing, wollte ich halt zu ihm. Ich habe versucht, mich zu ducken, aber ich war noch am Sprinten. Dann bin ich geslidet und hing neben ihm. Das war ziemlich amüsant gewesen. So, das haben wir aber auch geschafft. Da muss man also aufpassen, wenn man hier im Rennen ist. Nicht gerade ducken, sonst slidet man und dann slidet man hier quasi so runter. So, mal sehen. Haben wir noch einen bekommen? Da hinten kommen noch ein paar mehr Foxwalker. Und vielleicht fällt hier noch ein drittes aus. Wäre cool, wenn das hier ausfällt vor uns. Ich habe irgendwas gehört. Ja, da kommt einiges. Okay, ich kümmere mich dann um das hier. Gehe ein bisschen nach hinten, damit ich weniger getroffen werde. Drei Stück auf einmal. Irgendwann schaffen wir auch mal vier. Irgendwann. Aber wahrscheinlich noch nicht so flott. So, den kriegen wir auch noch hier denn. Komm schon. Aber wirklich gute hier Kopfschüsse mache ich gerade auch nicht. Ich warte jetzt nochmal hier ab, bis die ganzen Router hier, bis wir die geklärt haben. Da hinten ist einer in Deckung gegangen. An den komme ich jetzt gerade noch nicht. So, mal gucken, können wir noch ein paar von denen hier Oxwalkern ausschalten. So, in die Mitte des Dunklen zu schießen klappt eigentlich relativ gut. Ich gehe dann mal hier zum Knopf und drück dann mal. Ich bin so frech. Scheint nicht wirklich, als ob das hier aufhören würde.
Und hier ums Eck kommt ein Charger. Der ist gerade hinten rein, der wird wahrscheinlich hier rauskommen. Wo kommt er raus? Kommt er hinten raus? Ja, der kommt da hinten raus. Zweimal, dreimal. Und da haben wir ihn sogar. Ja, Stufe 5 macht schon Spaß. Viel, viel cooler als Stufe 4. Wenn wir Schaden bekommen, ist es ganz flott vorbei. Oh, hier ist eine dicke Kiste. Und ganz wenig Plastik. Ach du meine Güte, was ist das hier? Erstmal nehmen wir das hier mit. Klein, klein, groß. Okay, das ist ein großer. Oh, sieht das geil hier aus. Gehen wir mal hier weg. Ist sicherlich ein echt ziemlich heiß da. Vor allem, wenn die Flammen so hochziehen. Mal gucken, ob wir auch noch auf den Reaper hier ein bisschen drauf schießen können. Jawohl. Ich bin irgendwie blau diesmal. Ich glaube, bisher waren wir immer lila gewesen. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir immer normalerweise gestartet haben und dann lila geworden sind. Okay, schön in Deckung gehen und mal den hier schnell wegholen, den Reaper. Gefolgt von den Gunnern, so gut es geht. Okay, jetzt den Reaper, wenn er hier gerade wackelt. Jetzt muss ich mal ein bisschen in Deckung gehen. Ich mach mal kurz hier zu, lade nach. Und dann versuche ich mal hier auszuweichen. Und gehe mal in Deckung. Kommt nämlich einiges von da hinten. Da ist noch ein Charger. Okay. Sind alle weg. Ja, ich bleib mal hier stehen und hol den so weg. Ich hol den so weg, mach dann hier einfach 90 Grad Drehung und erwisch mich noch. So, aber wenn wir die Türen zumachen, müssen sie erstmal aufmachen. So, Ammo-Clips wäre eine Idee, ein bisschen davon was zu finden. Vielleicht ist hier einer in der Box. Nö. Aber unsere Mates sind auch hier, ich wollte orange sagen, aber gelb sind sie. Die da hinten bekommen wir so. Ja. Sogar drei Kopfschüsse hier in Folge, das ist ja fast schon ein neuer Rekord. So, ich hol mal die auch ein bisschen weg. Oh, und wir haben ja auch noch einen Tome. Das habe ich hier ganz vergessen. Ich muss erstmal Danke sagen. Aufpassen, dass die, ja, Trapper uns hier nicht bekommen, so viel dazu. Aber ja, man kann ja irgendwie nur ein, zweimal ausweichen und dann sind wir komplett leer. Wir können es ja mal ausprobieren hier. Eins, zwei, drei. Ja, dreimal können wir ausweichen und dann sind wir am Arsch. So. Der ist weg, okay. Schau mal hier ums Eck, ob hier vielleicht irgendwo ein Turm liegt. Oh, Munition. Da ist ja nochmal mehr Munition drin. Nö. Oh, mir ist nie aufgefallen, dass da in der Mitte sowas... Aber das ist das Kabel. Dass in der Mitte sowas ist, nur ist nur das Kabel. So, wir können aber jetzt auch eigentlich mal nochmal hier gucken und dann zur Tür gehen. Oh. Ich schreibe mal, dass hier das Turm ist. Vielleicht möchte das jemand mitnehmen. Vielleicht möchte jemand mitnehmen. Ich werde mal hier ein bisschen warten, ganz kurz. Beziehungsweise kommt hier gerade einiges. Ich mal lieber ein bisschen hoch. Ist, glaube ich, ein bisschen besser, wenn ich hier mit dem Mates noch ein bisschen den helfe. Jo, das ging ja gar nicht gut. Und ich werde ja noch von der Seite angeschossen. So, hier sind Shotgunner, müssen wir aufpassen. Da war noch ein Berserker drin gewesen. Hier von der Seite werden wir auch noch angeschossen. Ich kümmere mich dann mal ein bisschen mehr um die Seite hier. So. Da unten war noch ein bisschen was, aber ist jetzt erstmal nicht so dramatisch. Wir schießen mal das hier weg. So, da ist jemand mit in den Schuss reingerannt. Den bekommen wir hier noch. Muss hier ein bisschen in Deckung gehen. Sobald unser Schild hier weg ist, verlieren wir direkt sehr viel. Oh, ja, jemand möchte wirklich das Turm da unten nehmen. Ich helfe dir nochmal, dass hier dein Mate nicht getroffen wird.
Okay, jawohl. Der ist auch nochmal weg hier. Nice. 3 Tomes auf Schwierigkeitsgrad 5. 3 Folianten. In Vermintide Schriften hier. Tomes in beiden. Naja. Schade, dass wir die Tür nicht nochmal zumachen können. Oh, hier war ein Boss-Trigger, weiß ich noch. Das ist ein bisschen gefährlich hier. Aber noch haben wir keinen Boss. Finde ich ganz schön. Weil jetzt sind wir gleich auch am Ende. Genau, da kann ja auch jemand die Munition mitnehmen. Ich guck mal, dass ich immer so gegen zu 600 Schuss ungefähr komme und dass ich dann erst Munition nehme. Zumindest die Clips. Ich glaube, da kommt hier raus. Ja. Okay, es war jetzt nicht so toll, das Fass dann nochmal hochzujagen. Hat es nicht wirklich gebracht. Nur unser Mate zu schnell im Weg. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich kümmere mich mal hier um die ein bisschen. Aber jetzt gleich geht's hier runter. Und der war schon hier am Ende. Hier auf der anderen Seite des Gitters habe ich auch schon mal einen Turm gesehen. Ich habe es nicht gefunden, aber die Mates haben es gefunden gehabt. Deswegen, oh, da hinten ist ein Bomber irgendwo. Ich versuche den mal hier ein bisschen wegzuholen, aber den bekomme ich nicht wirklich. Doch, jetzt vielleicht. Komm schon. Jawohl. Ich bin es nicht gewohnt, blau zu sein. Ich denke die ganze Zeit bei Lila, dass ich irgendwas mache, aber das ist dann gar nicht so. Jetzt so schön in Deckung gehen. Ich können wir dich von hier ein bisschen holen. Nee, ich gehe mal ein bisschen mehr in Deckung. So. Ich hole auch mal die Gunner da ein bisschen weg. Mit unseren Mates. Shotgunner wird von einer Boltpistole getroffen. Da hinten ist auch noch hier irgendein Special gewesen. Ich mache mal hier mein Schwert schon mal an. Ist irgendwo ein Bomber gegengeflogen und explodiert. Ja, wir gucken mal. Gibt es hier hinten irgendwas? Ja, da steht irgendwas rum. Das können wir mal vielleicht ein bisschen anlocken. Oh, da ist irgendwo ein Sniper. Okay, hab ihn. Ich guck mal, ob hier hinten noch irgendwas... Ja, da steht noch ein bisschen was rum. Macht auch Sinn, vielleicht ein bisschen so gegen zu schießen, dass wir das hier einfach ein bisschen anlocken. Ist nicht so schön, wenn wir jetzt dahinter gehen und dann erstmal hier direkt von irgend so einem Gegner hier weggeholt werden. Okay, aber soweit sehe ich jetzt gerade hier nichts mehr. Ich gehe mal hier in die Mitte. Oh, da oben ist gerade einer gespawnt, so wie es aussieht. Da hinten steht auch ein bisschen was rum. Versuche ich das mal ein bisschen wegzuholen hier. Aber da hat er schon ein Schild hier hochgezogen. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Die ganzen Gunner, die hier im Weg sind, helfen uns nicht wirklich. Aber unser Schild sollte ausreichen, um ihn hier hochzuholen. Ich habe vor, ein bisschen mehr Toughness zu bekommen auf meinem Gedöns. Das wäre ein bisschen... Das wäre cool. So, die da hinten haben eine Granate. Wenn die hochgeht, zünden wir unseren hier Stufe und holen die mal so weg. Ich werde hier die Treppenstufen runtergeschubst. Das ist schrecklich. Okay, wir haben den einen hier bekommen. Wie uns der Hund durch eine Kiste hier weggeschubst hat. Das ist ein bisschen Schwachsinn. Oh, warte, das war ein Verbündeter. Ich dachte schon, ich habe da gerade einen Kopftreffer bekommen. Ja, habe ich uns Verbündeten am getroffen. Danach. Okay, wir gehen mit dem Salad mit. Wir müssen aufpassen, hier sind ganz gerne Sniper. Versteckelt. So. Ich guck mal, ob ich hier mit dem Power Sword ein bisschen mehr die hier wegholen kann. Scheint sogar ziemlich gut zu klappen. Ich schenke dir nochmal eine Granate der ganzen Welle hier. Wir müssen aufpassen, dass unser Salad hier nicht von der Seite getroffen wird. So, den hole ich hier im Nahkampf. Okay. Komm schon, den bekommen wir auch nochmal, den Flamer. So wie den Shotgunner. Die beiden. Ich bleib mal hier stehen. Für den Moment. Da ging aber viel daneben. Ich
Muss nämlich aufpassen, wenn da Sniper... Hier kann Sniper spawnen, da kann Sniper spawnen und da oben irgendwo kann Sniper spawnen. Da muss man echt extrem aufpassen. Ich habe jetzt öfter gesehen, dass auf der Seite und links von uns ein Sniper spawnt. Aber jetzt gerade geht es eigentlich noch relativ gut hier. Ich schieße generell mal ein bisschen langsamer, um ein bisschen mehr treffen zu können. So. Den haben wir. Komm, da können wir jetzt nochmal hier boosten. Da ist Bomber. Da hinten ist nochmal ein Flamer. Geh ich mal schön hier auf den hier. Das sind ganz schön viele hier Flamer. Irgendwo ist ein Charger. Wir laden mal nach. Und wir holen erstmal die Shotgunner hier weg. Ich bin direkt ausgewichen. Direkt rein ausgewichen. Okay, da ging er uns vorbei, hat einen Mate getroffen. Ich halte mal hier die Stufen schön. Halte mich aber auch mal ein bisschen hier zurück. Ich möchte nicht zu viel hier einstecken. Okay, da hinten sehe ich aber auch noch nichts. So. Also mit dem Veteran können wir wirklich sehr viel hier im Fernkampf fertig machen. Und wir können ja die ganze Horde, die da gerade hochspringt, fertig machen. Okay, wir müssen jetzt mal wieder nachladen gleich. Autsch, das tat weh. Hier sind auch noch die ganzen Shotgunner und so. Ja, ja, ich habe mir schon gedacht, dass jemand wieder auf uns gehen möchte. Und der Bauer auch. Ich hätte gedacht, ich werde ihm ausgewichen, aber nö. Server sagt nein. Ja, da ist Berman halt ein bisschen... Vergibt da ein bisschen mehr. Da werden wir nicht so oft so von der Seite hier angesprungen. Irgendwo ist hier unten doch was. Ja, da ist ein Sniper. Amin, okay. Den haben wir auch. Jetzt möchte ich mal wieder hier in die Ecke gehen. Beziehungsweise mal nachladen. Beziehungsweise zu unserer Nahkampfwaffe switchen. Und hier mal alles wegholen, was hier hochkommt. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass vielleicht sind die Server besser geworden. Oder vielleicht hat das mit dem DNS wirklich was gebracht. Ich weiß nicht so recht. So, keine Munition mehr. Oh, auch schade. Dann gehen wir mal zu unseren Mates. Wir können auch nochmal heilen. Beziehungsweise wir heilen nicht, wir lassen das mal da drinnen. Dass wenn wir down gehen, dass wir dann heilen. Und ich stelle mich mal hier in Deckung. Wir holen noch den Bauer hier weg. Und dann können wir hier auch rüber gehen. Ah, und das ist dasselbe hier wie bei dem anderen. Erster, zweiter, dritter und dann wenn der vierte Ring ist, dann können wir gehen. So. Ich habe hier noch eine Granate. Fährt ich noch ein bisschen los. Und dann können wir mal GG sagen. Das war echt eine gute Runde. Stufe 5 mit Randoms. Klappt gut. Wenn die Mates ja auch ein bisschen mehr Erfahrung haben. Und ja, ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Wir hatten ja mit den gleichen Waffen wie in der letzten Folge gespielt. Ich guck mal, was wir dann bekommen für die nächsten Folgen. Ob wir irgendwas Besonderes mal bekommen. Ich bin mal gespannt, wie viel Plastil haben wir eigentlich bekommen. Wir haben 190 und 185. Okay. Ja, drei Scharfschützen, ein Salad. Nee, kein Salad. Das ist ein... Warte, Prediger war... Doch, Prediger müsste Salad sein. Ich bin nicht komplett verloren. Naja, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin... Tschüss.